Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Advent of Code, heute Tag 13. Mal gucken, ob uns der 13. Dezember Glück bringt. Und jetzt geht es um das sogenannte Distress Signal. Und wir bekommen hier irgendwelche Signale. Das sind hier sogenannte Packets, die wir hier bekommen. Also das hier ist ein Packet, das hier ist ein Packet und so weiter und so fort. Da gibt es eine Liste als List-Input. Können wir uns auch schon mal als Beispiel rauskopieren. Und um das dann später in Visual Studio Code reinzukopieren. So, und diese Packets sind immer paarweise angeordnet. Und das erste Paar, gucken wir uns das mal hier an, das erste Paar ist halt dieses 113, 111 und das 115, 111. Man sieht das daran, dass die eben getrennt von zwei Leerzeichen sind, aber hier sieht man halt diese jeweiligen Paare. Und jetzt wollen wir diese miteinander vergleichen. Und so ein Paar ist dann gültig, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. Also wir vergleichen von links nach rechts die Zahlenwerte und immer dann, wenn wir feststellen, dass wir in dem linken Packet einen kleineren Wert haben als in dem rechten Packet an der Position, dann ist das Paar gültig. Und die Eingaben befinden sich in der richtigen Reihenfolge, in the right order. Aber eigentlich ist die Aussage nur, dass dieses Paar jetzt gültig ist. Schwieriger wird es eben, wenn wir hier solche verschachtelten Dinger haben. Wie mal so auf der beim PR2 haben wir auf der linken Seite das Packet, das da aussieht so, und auf der rechten Seite ein Packet, das da aussieht so. Und die zweite Regel, wenn wir Zahlen vergleichen, das haben wir eben gerade gemacht, da würden wir hier feststellen, okay, das erste Element, was wir eben überprüfen, wäre hier die 1 und die 1. Und damit ist der Wert nicht kleiner, aber eben auch nicht, dieser Wert hier ist auch nicht größer. Also insofern ist das bis dahin noch gültig. Wir vergleichen also 1 mit 1 und sagen, ja, das scheint erstmal okay zu sein. Und dann vergleichen wir als zweites Element. Das zweite Element ist dieses 2, 3, 4 und das vergleichen wir mit der 4 hier. So, jetzt können wir aber keine Liste, das ist ja eine Liste und das hier ist eine Zahl. Und immer wenn es dazu kommt, dass wir hier eine Liste mit einer Zahl vergleichen, dann wandeln wir diese eine Zahl in eine Liste um. Jetzt vergleichen wir wieder die Liste mit der Liste und dann vergleichen wir die 2 mit der 4. Die 2 ist kleiner als die 4. Und damit sind wir wieder in der richtigen, in the right order und das Paar 2 ist gültig. Ne? Also immer, wenn wir das erste Mal eine kleinere Zahl im Packet 1 finden als im Packet 2, ist das Ding gültig. Und jetzt kommen wir zum Paar 3. Da haben wir hier eine Liste und hier haben wir ebenfalls eine Liste erst einmal und dann vergleichen wir die 9 mit dem ersten Element der Liste und das erste Element der rechten Liste ist wieder eine Liste. Und dann haben wir wieder den Fall, dass wir eine Zahl mit einer Liste vergleichen. Also machen wir erstmal aus der Zahl eine Liste und dann vergleichen wir diese Werte mit Liste gegen Liste. Und das erste, was wir vergleichen, ist die 9 gegen die 8. Die 9 ist definitiv nicht kleiner oder gleich 8, sondern sie ist größer. Und damit können wir schon sagen, dass dieses Paar ungültig ist. Ja, und dann haben wir noch die Situation, dass wir zwei Listen miteinander vergleichen, und zwar was die Länge der Listen angeht. Immer dann, wenn die Länge der Liste 2 länger ist als die Länge der Liste 1, dann sind wir wieder in einem korrekten Paket. Wenn das andersrum ist, sprich die Länge der Liste 1 ist länger als die Länge der Liste 2, dann sind wir mit einem fehlerhaften Paket unterwegs. Hier wird es mal dargestellt, also die erste Liste, diese 4 versus 4. Was die Zahlen angeht, ist alles gleich. Was die Länge angeht, ist alles gleich. Und dann vergleichen wir hier diese 4 mit der 4, die 4 mit der 4. Und dann haben wir keine Elemente mehr in der Liste 1. Also die hat dann quasi, ja, wenn man diese Liste jetzt noch mit dazu nimmt, hat sie ja drei Elemente. Aber diese Liste hier hat, wenn man die Liste dazu nimmt, vier Elemente. Und wenn die Liste 1 kürzer ist als die Liste 2,
dann sind wir wieder mit einem richtigen Paket unterwegs. Und hier haben wir das Beispiel, die Länge der Liste 1 ist aber länger als die Länge der Liste 2 und dann sind wir in einem falschen Paket unterwegs. Und hier haben wir auch mal so ein schönes Beispiel. Das hier ist quasi eine leere Liste und hier haben wir, die Länge der Liste ist 1 und dann ist wieder die Länge der Liste 1 kürzer als die Länge der Liste 2 und damit sind wir wieder in der richtigen Reihenfolge bzw. the right order dieses Paketes gültig. Und was sollen wir jetzt zurückliefern? Wir sollen zurückliefern die Indizes der korrekten Pakete, also die in the right order sind. Und diese Indizes, die starten allerdings mit 1, die sollen wir miteinander addieren. Und dann würden wir hier die Pakete oder die Pairs 1, 2, 4 und 6 zurückliefern als Summe. Und das sind dann eben 13 und das wäre dann die richtige Antwort. Ja, und dann programmieren wir das mal. Und ich habe mir das ja schon kopiert. Dann können wir hier in Visual Studio Code reingehen, Tag 13 öffnen. Und mit STRG V diese Beispielaufgaben mal einfügen. So, und das Erste, was wir immer machen, ist erstmal den ganzen Kram einzulesen. Ich habe hier schon in meinem Standard-Template das hier drin. Wenn ich das hier mal ausführen würde, dann würde er jede einzelne Zeile einlesen und dann hätte man hier so einen String mit so einem Bracket und also mit der eckigen Klammer auf und dann den Zahlen und eckige Klammer zu und dann Ende des Strings. Also die Strings sind als einzelne Einträge in der Liste Puzzle drin. Jetzt gibt es ein Problem, ich habe hier auch leere Strings drin, weil wir halt diese doppelte Zeilenschaltung haben. Und was ich jetzt mache ist, ich sage hier einfach if line größer ein Leerzeichen. Und wenn wir das machen, dann haben wir diese Leerzeilen, die hier zwischen den ersten beiden Packets waren, als erstes Pair, die haben wir jetzt eliminiert, die tauchen jetzt hier nicht mehr auf. Und das Zweite, was ich mache, und das ist jetzt essentiell, weil ansonsten wühlt man sich hier dumm und dämlich beim Durchparsen dieser ganzen eckigen Klammern auf, zu und sonst irgendwas. Wir lassen einfach mal Python die harte Arbeit machen. Und er soll das gleich in eine Liste umwandeln. Also ich möchte gar keinen String zurückbekommen, sondern ich möchte gleich eine richtige Liste, die eben durchaus so aussehen kann, Liste enthält Zahlen, dann taucht wieder eine Liste auf, die wieder Zahlen enthält, die halt enthält wieder eine Liste und so weiter und so fort. Beliebig tief verschachtelt zum Beispiel eben dieses Monstrum hier. Das ist ja Liste in Liste in Liste in Liste in Liste in Liste und so weiter und so fort. Und das kriegen wir hin, indem wir hier einfach sagen, Python, evaluiere doch bitte mal das, was hier drin steht. Und liefere das, was du dann evaluiert hast, zurück. Und das ist quasi, wir jagen den Python-Interpreter auf diesen String. Und der wandelt das dann um, wenn ich das jetzt mal ausführe, in tatsächliche Listen. Und dann habe ich hier eine Liste und die enthält eine Liste, die enthält 11311 und 11 und so weiter. Und dann habe ich wieder eine Liste, das sind immer meine Packets. Packet 1, Packet 2, das hier ist dann das nächste Paar und ich sehe, dass das auch verschachtelt funktioniert. Ne? Also Liste, dann geht eine Liste auf mit einem Eintrag dann und so weiter und dann sehen wir hier auch dieses Monstrum, was auch schon richtig als Liste dargestellt wurde. Okay, und das macht uns vieles, vieles leichter, dieses Evaluieren. Und dann sagen wir, ja, dann fangen wir doch mal an, das Ganze zu lösen. Und als Erstes sagen wir, wir bauen uns mal eine Variable, die nennen wir Part 1. Das wird dann die Lösung für Teil 1 sein. Und dann sagen wir, okay, jetzt gehen wir jedes Pärchen durch. Und dazu mache ich Folgendes. Ich brauche jetzt for left, right. Das sind immer unsere beiden Packets. Das linke Packet und das rechte Packet, was wir miteinander vergleichen wollen. Und wie kriegen wir das? Das kriegen wir, indem wir sagen, indem wir jetzt zip wieder mal benutzen und sagen zip Puzzle und ich gehe in zweier Schritten da durch und der erste Eintrag, den wir jetzt hier bekommen, ist quasi das erste Packet vom ersten Paar und jetzt brauche ich aber noch das zweite Packet vom ersten Paar. Und das ist dann Puzzle. Da fange ich mit Index 1 an, gehe bis zum Ende und gehe da auch in zwei Schritten vor. Und dann habe ich tatsächlich diese beiden
Packets eines Paares unter Left und Right drinstehen. Das Einzige, was ich jetzt noch brauche, ist so eine Art Zähler, damit ich weiß, bin ich jetzt auf Paar 1, Paar 2, Paar 3, Paar 4. Und dann mache ich Folgendes. Ich sage dann hier Enumerate das Ganze. Und dann lasse ich hier einen Zähler mitlaufen. Nenne ich jetzt mal I. Und dieses Left und Right muss ich dann allerdings in Klammern setzen, weil er sonst nicht mehr weiß, wie er das alles zuordnen soll. Und bei Enumerate kann ich dann tatsächlich auch mitgeben, bei welchem Wert Enumerate starten soll. Standardmäßig, wenn ich nichts angebe, startet er bei 0. Ich möchte aber, dass er bei 1 startet, also gebe ich ihm hier eine 1 mit. Und dann können wir hier schon mal sagen, okay, print mal i, left, right. Nur damit man mal sieht, ob das jetzt alles funktioniert hat. Ja, fast. Und dann sagen wir zip. Da ist es. Ah ja, ich habe ein Komma vergessen. Übrigens auch interessant hier, ne? Er sagt mir hier unten als Fehlermeldung, da steckt irgendwo der Fehler. Perhaps you forgot the comma. Also dieses Python 3.10 wird auch mal besser. Hat er recht, ne? So, und wenn wir das jetzt mal machen und das mal hochschieben, dann haben wir, wenn ich das auch nochmal ausführe, dann haben wir wunderbar hier die Nummerierung der Pairs. Und dann sieht man hier linke Seite des Pairs, rechte Seite des Pairs. 1, 1, 3, 1, 1 wird verglichen mit 1, 1, 5, 1, 1. Und dieser Kram wird mit dem Kram verglichen und so weiter und so fort. Und so. Wunderbar, das ist schon die Hälfte der Arbeit. Und jetzt wird es, die andere Hälfte ist vom Tippen her, glaube ich, auch gar nicht so viel. Aber das ist dann von der Logik her, finde ich, das dann immer richtig hart. So, was wollen wir machen? Wir möchten jetzt für jedes dieser Pärchen prüfen, ob es denn die richtige Order hat, Correct Order. Und dazu brauche ich mir gleich eine Funktion, die prüft, ob das die Correct Order ist. Und der übergebe ich Left und Right. Und das Ding gibt mir eine Zahl zurück. Und immer dann, wenn die Zahl größer gleich 0 ist, dann ist dieses Paket nicht korrekt. Und dann sage ich hier Continue und schnapp mir gleich das nächste Paar. Wenn ich aber dann in dieser Zeile lande, dann bin ich offensichtlich über ein korrektes Paket gestolpert. Und dann sage ich Part 1 plus gleich 1 und zähle meinen Zähler hoch und gebe das als Lösung zurück. Warum ich dann Return schreibe, wenn es da schon steht, weiß ich auch nicht. Doppelt hält wahrscheinlich besser. Ja, und das wäre quasi alles. Das richtig fiese kommt jetzt aber, nämlich wie prüfe ich, ob denn diese Reihenfolge korrekt ist. Und da sagen wir dann, okay, das bauen wir uns jetzt mal left, right. So, und jetzt haben wir folgende Prüfung. Prüfung Nummer 1 ist, wir prüfen erst einmal, ob links oder rechts überhaupt eine Liste ist. Das machen wir if type, gibt uns ja die Typen zurück, von list, von left. Wenn das eine Liste ist, is line, oder type right, is line. Nicht ist, wieso Line eigentlich? Ist List oder das hier ist eine Liste. Dann wissen wir jetzt, links oder rechts ist eine Liste. Dann sagen wir, okay, jetzt müssen wir nochmal prüfen, ist denn eine der beiden keine Liste? If type left is not List. Dann mach Folgendes. Nimm dir links und mach daraus eine Liste. Ne, also ist jetzt zum Beispiel irgendwie eine Zahl oder mehrere Zahlen, dann macht er gleich eine ganze Liste daraus, aus diesem linken Teil. Und genau dasselbe machen wir mit rechts.
Und da machen wir es auch noch hübsch, dass das alles untereinander steht. Kann man es ein bisschen besser lesen. So, jetzt haben wir die Situation, dass wir jetzt auf jeden Fall zwei Listen miteinander vergleichen können, weil wir dafür gesorgt haben, dass egal was hier passiert, wir auf jeden Fall hier zwei Listen unter links und rechts stehen haben. Und jetzt geben wir die Elemente innerhalb dieser Liste, das können ja auch wieder Listen sein oder Zahlen sein oder keine Ahnung was, beliebig tief verschachtelt. Jetzt geben wir die Elemente dieser beiden Listen synchron durch. Und dann sage ich for LR, also left, right benutze ich jetzt nicht mehr, weil ich ja dann meine Variable nach oben überschreiben würde. For LR in zip left, right. Und dann sage ich, okay, und jetzt rufe ich diese Funktion rekursiv selbst wieder auf, allerdings jetzt mit diesem L und R. Und sage correct order L, R. Und das Ding liefert mir eine Zahl zurück. Und die speichere ich unter dem Wert C ab. Und immer dann, wenn C ungleich 0 ist, wir vergleichen dann nämlich entweder die Längen der beiden Listen miteinander oder wir vergleichen die Werte der beiden Zahlen miteinander. Und immer dann, wenn da irgendwas anderes rauskommt als 0, dann gebe ich diesen Wert zurück. Warum gebe ich 0 nicht zurück? Weil dann Gleichstand ist. Also immer dann, wenn Gleichstand ist, ist es noch unentschieden, ob das Paar gültig ist oder nicht. Und da muss ich eben weitermachen. Aber wenn es ungleich 0 ist, dann gib doch dieses C zurück. Und ansonsten, wenn wir hiermit komplett durch sind, mit den Elementen in den Elementen in den Elementen in den Elementen, dann haben wir ja gesehen, er prüft ja immer die jeweiligen Zahlen innerhalb der Elemente. Und dann prüft er ganz zum Schluss nochmal, ob denn die Länge der Listen gleich ist oder ob die rechte Liste größer ist als die linke Liste. Und wir geben dann zurück die Länge der linken Liste minus die Länge der rechten Liste. Und das bedeutet, Beispiel, die Länge der linken Liste ist eine 4 und die Länge der rechten Liste ist eine 5. Dann wissen wir, dass dieses Paket gültig ist, weil ja die Länge links kleiner ist als die Länge rechts. Immer dann, wenn das Element links kleiner ist als rechts, dann ist das Ding gültig. Das Element kann entweder die Länge der Liste sein, Länge der Liste links ist kleiner, oder es ist der Wert links ist kleiner. Ja, wenn die rechte Liste kleiner ist, dann würde es bedeuten, dass wir einen positiven Wert zurückgeben. Wenn die gleich lang sind, wird wieder ein 0 zurückgegeben. Ne? Wissen wir wieder, aha, das ist da noch unentschieden. Da wissen wir noch nicht, ob das Paket tatsächlich dann gültig ist. Und wenn aber die linke Liste kleiner ist, dann würden wir einen negativen Wert zurückgeben. Und negativ heißt immer, dass das Paket gültig ist. So, und das ist eben die ganze Variante gewesen, wenn irgendeins der Elemente eine Liste ist. Und dann sorgen wir erstmal dafür, dass beide Elemente eine Liste sind. Und jetzt sind wir in dem Ast, wo wir sagen, ja, ansonsten müssen ja beide Elemente Zahlen sein. Und dann sagen wir return left minus right. Und dieselbe Logik, ne, wenn links die Zahl kleiner ist als rechts, dann würde er links 4, rechts 5 eine minus 1 zurückliefern und ein negativer Wert bedeutet, dass das Paket korrekt ist. So, und das Lustige ist, das ist schon alles. Und wenn wir das jetzt mal laufen lassen, dann kriegen wir hier eine 4 zurück und das ist aber falsch. glaube ich jedenfalls. Also 4, wieso? Ah ja, weil ich hier wunderbar zwar 4 Pakete habe, aber irgendwie habe ich vergessen, das i zu nehmen. Und ich muss ja immer den Index des Paketes, was gültig ist, addieren. Und wenn wir das mal machen, dann kommt hier eine 13 raus und 13 müsste die richtige Antwort sein für dieses Beispiel. Ne, hier kann man sich das noch alles mal durchlesen, ziemlich detailliert dargestellt und 13 wäre die richtige Antwort gewesen. Dann holen wir uns mal gleich unser Puzzle-Input. Zack.
Zack. Und kopieren das in Visual Studio Code rein. Das ist jetzt die richtige Aufgabe, jedenfalls meine richtige Aufgabe. Und wenn wir das ausführen, dann haben wir 5623 hier angezeigt und die richtige Lösung für Teil 1 des heutigen Tages bei mir wäre 5623. So, und jetzt kommt Teil 2. Da sagt er, ja, jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit. Erstmal füge doch in deine Packets folgende zwei Pakete ein. Also dieses Paket, dies hier sollst du dazu fügen und dann dieses hier. Und dann sollst du die Pakete, die Packets, nicht die Paare, sondern wirklich die einzelnen Packets sortieren nach ihrer Größe. Und dann sollst du schauen, wo sich dann diese neuen Pakete, 2 und 6, einsortiert haben. Und den Index von diesen 2 und 6, übrigens auch wieder das Ganze beginnt bei 1, den sollst du miteinander multiplizieren und die Zahl, die dann rauskommt, sollst du zurückliefern. Okay, den Großteil haben wir sowieso schon gemacht. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt sagen wir, hier ist quasi Part 1 zu Ende. Und jetzt fügen wir unserem Puzzle noch zwei Einträge hinzu. Einmal die 2 und dann nochmal die 6. Die gehören jetzt zu unserem Puzzle dazu. Und dann sagen wir, okay, und jetzt möchte ich ganz gerne das Puzzle sortieren. Und habe ich jetzt hier das sortierte Puzzle. Puzzle gleich sorted Puzzle. So, jetzt kommt's. Wie sortiert er denn dieses Puzzle? Er muss ja jetzt quasi dieselben Logiken da oben anwenden, im Sinne von ist kleiner, ist größer, wie bei dem Vergleich, correct order, ne? Also wir wissen ja jetzt immer, ob das rechte Packet größer ist als das linke Packet, als Beispiel. Und jetzt wäre es natürlich super, wenn man diesem Sortieralgorithmus sagen kann, pass mal auf, den Wert, nach dem du sortieren musst, den hol mal aus unserem Correct Order. Und da gibt es hier so ein Schlüsselwort, das heißt Key. Und Key ist eigentlich gedacht, um nach einem bestimmten Wert zu sortieren. Also Beispiel, wir haben eine Liste und die Liste besteht, wir haben eine Liste, die besteht eben aus 4 Werten und ich möchte nach dem dritten Wert sortieren, dann würde ich hier irgendwie Element 3 angeben und dann wüsste er, dass er nach diesem dritten Element sortieren soll. Aber der Key ist eigentlich gedacht, um Elemente aus dem Puzzle rauszuholen und danach zu sortieren. Wir möchten jetzt aber, dass er den Wert, den er bekommt, wenn er die Funktion Correct Order ausübt, den soll er eben kopieren. Das funktioniert leider nicht so, dass ich jetzt hier einfach Correct Order angeben kann. Wenn ich das jetzt hier mal mache, dann sagt er mir, ja, Correct Order, da fehlen jetzt irgendwie Argumente und so weiter und so fort. Und es gibt aber eine Funktion tatsächlich dafür, die uns das erlaubt. Und die findet man in den sogenannten Functools, also Funktionstools. Und die importieren wir uns mal. Und die heißt compare to key. Das heißt, ich habe eine Funktion und diese Funktion, die benutze ich als Vergleich. Und das Ganze kann ich dann aber in den Key reinschreiben. Und dann sage ich hier compare to key und rufe diese Prozedur auf oder diese Funktion. Und wenn wir das jetzt ausführen, kriegen wir keinen Fehler mehr. Wir kriegen bloß noch keine Ausgabe, denn wir sollen ja jetzt rausfinden, okay, wo sind denn jetzt diese 2 und diese 6 in unserem sortierten Puzzle denn zu finden? Und dann sagen wir, das ist relativ einfach. Wir sagen jetzt Puzzle Index und jetzt kommt der Suchbegriff, nach dem er suchen soll. Und er soll suchen nach 2. Und dann liefert er uns den Index zurück, auf dem er diesen Wert gefunden hat. Und der Index ist aber 0 indiziert. Das heißt also, ich muss dann immer noch eine 1 dazuzählen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich hier das Ganze in Klammern schreibe. Und dann haben wir jetzt den richtigen Wert und den multipliziere ich mit demselben Kram.
Und jetzt suche ich meine 6. Und das ist dann die 6. Und dann liefere ich Part 2 zurück. Und dann kriegen wir hier 20.570 raus. Hat eine Hundertstel Sekunde gedauert. 20.570 ist die richtige Antwort auf Teil 2. Ja, und das war die gesamte Lösung. Schauen wir nochmal auf die Rangliste. Also ihr könnt ja hier auf Leaderboard gehen, Private Leaderboard. Und dann könnt ihr, wenn ihr diesen Code hier eingebt, hier oben in diesem Feld und dann Join drückt, dann seid ihr mit Teilnehmer der privaten Rangliste von meinem Kanal. Und mit View gehen wir mal rauf, gucken wir mal ganz nach unten. Wir haben inzwischen 106 Teilnehmer. Langsam wird es eng, mehr als 200 darf ich nicht. Die Listen sind auf maximal 200 reglementiert. Und da sieht man, dass einige noch nicht angefangen haben, einige Tag 1 gelöst haben und unterschiedlich unterwegs sind. Und dann gucken wir mal ganz nach oben. Und da sieht man, dass Spin.8 Tabellenerster ist. Ganz knapp vor Sliafa. Also da, die haben sich, glaube ich, jetzt gerade nur noch um Minuten gebettelt. Aber Gratulation Spin.8 für den ersten Platz. Und da sieht man eben auch, dass viele schon Tag 13 gelöst haben. Hier geht es weiter mit Tag 13. Ich habe jetzt auch Tag 13 gelöst, wunderbar. Und hier tauchen auch weitere mit 13 auf. Hier ist noch einer bei Teil 2 der Lösung für Tag 13. Und Simon K. hat mit 13 noch nicht angefangen. Ne? Und eigentlich immer ganz interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Gucken wir nochmal auf die Statistik. Wie viele sind noch dabei? Oh, da sieht man eben auch, ich fand übrigens Tag 13 auch wieder fies. Also ich mag diese Aufgaben mit diesem rekursiven Durchparsen von irgendwelchen verschachtelten Listen. Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Aber da bin ich nicht alleine. Also da sieht man eben auch, wie hier das Ganze auf 13.000 Teilnehmer runtergebrochen ist. Gestern waren es 35.000. Das wird aber über den Tag natürlich noch ansteigen. Also das wird die Leute nicht davon abhalten. Ich erwarte so gegen 20 dann den wirklichen Hammer, wo man eigentlich sagt, das ist nicht mehr lösbar und dann mehrere Tage braucht. Das kann dann auch bedeuten, dass ich das nicht schaffe, dann taggleich immer die Lösung zu präsentieren und hochzuladen. Ja, aber das soll es jetzt von mir gewesen sein. Wenn es euch Spaß gemacht hat, denkt dran, Daumen hoch, Notification an und Abo drücken und wir hören uns dann wieder, wenn ihr möchtet, morgen, wenn es dann wieder heißt, Advent of Code, Tag 14. Bis dann. Ciao.